Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Ja, Food Haul Day. Ich war einkaufen und zwar jede Menge. Genau. Ich lese euch kurz den Wochenplan vor. Ich habe keine Zeit. So. Heute am Montag gibt es Frikadellen, Kartoffeln, Erbsen und Möhrchen. Wird eventuell mit dem Gemüse noch ein bisschen umgeplant. Entscheide ich heute Abend spontan. Weil ich habe nämlich noch die frischen Möhrchen von letzter Woche komplett übrig und die müssen aufgebraucht werden. So, Dienstag. Hähnchen-Champignon-Auflauf mit Nudeln-Reis. Am Mittwoch Bratwürstchen, Kartoffel-Kohlrabi-Auflauf. Die Kohlrabi sahen eben nicht so toll aus, da gucke ich dann nochmal, ob ich schönere finde. Am Donnerstag Hähnchenkeule mit Kartoffelgratin und Salat. Am Freitag Kartoffelpüree, Eier und Spinat. Das hat den Kindern sehr gut geschmeckt vorletzte Woche, deswegen machen wir das dann direkt nochmal. Am Samstag Bolognese-Gratin und am Sonntag soll es geben Schweinelännchen, Knödel, Rotkohl, also ein Filettopf. Da musste ich aber jetzt gerade, ich habe kein Schweinelender gekriegt, deswegen habe ich einen riesen Schweinebraten bekommen. Das wird dann einfach, die Schweinelende wird dann mit dem Schweinebraten ausgetauscht. Das ist ja gar kein Problem, da sind wir flexibel drin. So, ich fange an, ich war im Edeka und im Netto. Ich fange mit dem Edeka an. Da habe ich mitgenommen zwei von diesen verhassten Dosennudeln. Und deswegen war ich nämlich hauptsächlich im Edeka. Da war mit einem Coupon aus dem Heftchen im Angebot sowieso für 3,99 € das Paket Tassimo. Und wenn du diesen Coupon aus dem Heftchen mitgenommen hast, hast du beim Kauf von 4 Stück dann nochmal zusätzlich einen Sofortrabatt von 2 Euro bekommen. Das war ein Einzelpreis dann von 3,49 Euro. Da der Preis für die Kaffeeteile ja gestiegen ist, freut man sich über 3,49 Euro pro Paket. So, dann durften im Edeka nochmal mit, die waren nämlich jetzt auch runtergesetzt auf 1,99 €. Zweimal Schnelltest, davon kann man ja mittlerweile auch nicht mehr genug von haben. Im Angebot war zusätzlich Pizza. Steht nicht auf dem Wochenplan, aber letzte Woche hat man wieder gezeigt, es ist gut, sowas spontan im Haus zu haben. Ja, da waren nämlich zwei Abende, wo der Mann echt da gesessen hat und nicht wusste, was macht er zu essen. So, das war's aus dem Edeka. Weiter geht's mit dem Netto. Jetzt habe ich die Kassenbons weggeschmissen. So, da sind sie. Beim Netto kamen mit zweimal Freiland-Haltungseier Größe L. Hungrig, ich bin oder war. Einmal Kinder Bueno White, geriebener Mozzarella. Einmal Frischkäse. Ich brauchte für ein Rezept, brauche ich Crème Fraîche. Das tausche ich aber immer gegen Frischkäse aus. Deswegen musste Frischkäse jetzt mit. Dann habe ich hier einmal mitgenommen von Kali Kugelblitz Milch und Haselnussdessert. Ich esse das ja nicht. So. Der Mann bekommt zweimal Riesenpäckchen Sahnepudding, einmal mit Bourbon-Vanille, einmal Vollmilchschokolade. Dann durften mit viermal die Götterspeise in Grün. Da freut sich jemand. Dann haben wir hier einmal im Angebot, war nämlich beim Netto, Zott-Sahne-Joghurt für 35 Cent, einmal Erdbeer, einmal Pfirsich-Maracuja, einmal Panna-Cotta-Pfirsich, nochmal Erdbeer und dann noch Panna Cotta Kirsch. So, dann wieder ein Tütchen fertiger Salat. Warum ist halt, ne? Wisst ihr ja Bescheid vom letzten Mal. Zweimal Kartoffelgratin. Dann einmal unsere Lieblingsaufbackbrötchen. Mit der App haben die dann nur noch 88 Cent gekostet. Die waren aber sonst für 1,19 Euro im Angebot. Sonst waren die für 88 Cent im Angebot oder 99 Cent. Jetzt ist das Angebot 1,19 Euro. Ja, wird alles teurer. Dann durfte mit einmal hier Hähnchen unterkeulen und einmal Hähnchen oberkeulen. Einmal der Spinat. Und einmal Buttergemüse. Das wollte ich vielleicht irgendwann mal mit Nudeln untereinander gemischt haben. Dann gucken wir mal. So, letzter Beutel und der größte. Einmal mitgenommen haben wir Taschentücher, die sind nämlich leer. Dann braune Champignons.
zweimal Gurken. Da weiß ich gar nicht, was der Einzelpreis jetzt war. Müllbeutel, da nehme ich immer die 50 Liter Beutel. Auch für, wer weiß, was passiert, Nudeln mit Tomatensauce. Dann habe ich dreimal die Schlagsahne genommen, die nehme ich ja immer zum Kochen. Vorrat war aufgebraucht, die Dinkelnudeln, deswegen kam da jetzt neue mit. Dann Champignon im Glas, ich wollte die eigentlich in der Dose haben, die gab es aber nicht. Neue Gemüsebrühe. Dann dieses Riesenstück Fleisch. Das ist Schweinenacken ohne Knochen. Das sind jetzt, wie viele Kilo sind das? 2,1 Kilo. Ich werde den also halbieren, dass ich ein Kilo, zweimal ein Kilo Portion habe. Dann haben wir hier wieder das Salatdressing, was ultra lecker schmeckt. Dann einmal die Hitchis. Einmal unsere Lieblingsbutter Rama mit Butter. Ist das jetzt eine Margarine oder ist das eine Butter? Ich weiß nicht. Rotkohl. Und wo Rotkohl ist, dürfen natürlich die Knödel nicht fehlen. So, Knödel. Dann einmal das Lieblingskartoffelpüree der Kinder. Dann haben wir hier einmal Tomatensoße. Ich nehme sonst immer das Classic, aber diesmal gab es die nur in mild gewürzt. Mal gucken, ob das mundet. Dann brauchten wir jetzt ganz dringend neue Batterien für die Nachtlichter der Kinder. Einmal die Dreifach A und einmal die Doppel A. Zweimal der Kali Kugelblitz. Da gab es auch extra Deutschland-Card-Punkte drauf diesmal. Viermal Milch. Ich lasse den Rest jetzt da drinnen. Und zu guter Letzt Kartoffeln. Vorwiegend festkochend brauchte ich jetzt. Und damit ist mein Einkauf durch. So, beim Edeka habe ich bezahlt 26,60, ne? Abzüglich dieser 2 Euro, sonst wären es 28,60 gewesen. Und beim Netto habe ich bezahlt 60,47 Euro, aber ich hatte auch Leergut von 7,25 Euro. Also kann man sagen, waren das sehr gut, auch 67 Euro. Ja, das war's. Das war mein Einkauf diese Woche. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben wieder für euren Wochenplan. Und ja, macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.